Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich wollte das Video eigentlich erst nennen, wie es wohl Gameboy 2.0. Aber ja, ich habe mich dann doch für einen anderen Titel entschieden. Aber dieses hier ist nun der zweite Teil von ja, dem Zuschauerpaket. Sprich also hier einmal von der XXL Cola und einmal von der Pink Lemonade. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Die Pink Lemonade ist ja eine Eigenmarke von Lidl, kostet wohl 29 Cent, wie ich das so mitgekriegt habe. Und diese hier kommt ja von Rewe oder was gibt es da noch, was mit Rewe gleich ist. Ich komme jetzt nicht drauf. Real. Ja. Also, das gibt's. Diese Cola gibt es wohl bei Rewe und Real. Müssten so bei 1,79 kosten. Und was mich hier eigentlich dran verwundert, ist dieses XXL American Cola. Real American Taste. Ja, so real finde ich das gar nicht, weil, kann ich euch auch gerne sagen, es ist hergestellt in Deutschland. Und nicht in Amerika. Ja, es mag zwar sein, dass es exakt die amerikanischen Zutaten beinhaltet, aber nichtsdestotrotz wird dieses Produkt hier mit Wasser hergestellt. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass sie auch noch das Wasser aus Amerika hier importieren. Und sie werden hundertprozentig nicht das gleiche Wasser wie in Amerika haben. Das weiß ich daher, weil, wie gesagt, wir machen viel Urlaub an der Küste. Wir haben da auch schon sehr, sehr guten, geilen Tee getrunken, den wir denn von da oben mit, ich sage mal, importiert haben, hier runter in den Harz und haben dann diesen Tee hier getrunken und siehe da, der hat komplett anders geschmeckt. Komplett. Weil logischerweise, wir haben nicht das gleiche Wasser wie die da oben. Wir haben hier, ja, wir beziehen das Trinkwasser hier aus unseren Talsperren und auch von verschiedenen Quellen, also richtige Bergquellen, und die da oben, die haben ja das Grundwasser, sage ich mal, durch diese Intensivtierhaltung müssen die das natürlich chemisch aufwerten und ja wieder trinkfähig machen, und da sind diese Qualitäten eben anders als wie hier unsere. Und dadurch hat man zwei verschiedene Geschmäcker. Das ist wirklich, das ist wie Tag und Nacht. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass das nicht 100% amerikanisch ist, sondern halt eben nur, was weiß ich, 90% oder 80%. Gut, das aber jetzt als kleine Anmerkung. Jetzt wollen wir es doch mal testen, wie es denn schmeckt. Weil ich habe ehrlich gesagt weder diese Pink Limonade noch diese American Cola vorher getrunken. Ich wusste vorher auch gar nicht, dass es diese hier, dass die hier existiert. Aber nun gut, jetzt weiß ich es. So, also als erstes nehmen wir jetzt mal diese Pink Limonade. Und werden die probieren.
Ja, sie riecht also ganz normal, wie eine normale Limonade. Und was das Coole daran ist, der Inhalt dieser Dose hat die gleiche Farbe, wie auch die Dose selber hat. Also so, ja, ich sage mal so leicht kupferpink. Ja, die Limo hier, die schmeckt ein bisschen säuerlich. Für den einen oder anderen wird es schon ein bisschen zu sauer sein. Aber ich finde sowas gerade gut. Für mich kann es ruhig ein bisschen säuerlich sein. Ich mag diese Säure. Ja, sie schmeckt nicht wie, ich sage mal, diese 0815 Standard Zitronenlimonade, die richtig süß ist, obwohl die hier auch genügend Zucker hat. Also die ist reichlich mit Zucker, was man aber hier nicht so schmeckt. Weil hier kommt wirklich die Säure durch. Das Süße ist komplett im Hintergrund. Also geschmacklich ist, ja, gefällt sie mir eigentlich nicht schlecht. Sie schmeckt gut. So, und jetzt möchte ich auch noch die zweite Bitte von dem Alufe erfüllen. Er sagte doch, dass ich dann halt eben nicht mein normales Bewertungssystem hier einsetzen soll, sondern ich sollte mal wieder das alte machen hier mit den Sternen. Hier sind sie. Ich habe es mal wieder rausgekramt. Und ich sage mal, ich gebe für diese Limonade, weil die mir richtig gut schmeckt, 5 volle 5 Sterne. Also ich kann sie auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, sie kommt von Lidl, ist da wahrscheinlich die Eigenmarke Freeway, so wie Edeka zum Beispiel gut und günstig hat. Und ja, also ich kann sie nur empfehlen. Wenn ich jetzt noch mal nach Lidl kommen sollte, weil wir fahren ganz, ganz, ganz selten dorthin, werde ich mal die Augen aufhalten und gucken, ob es die hier bei uns auch gibt. Müsste es eigentlich. Da dürfte es keine Schwierigkeiten sein, dann an diese hier zu kommen. Und dann hole ich mir da gerne nochmal von dieser Pink Limonade, hole ich mir dann noch ein paar Dosen. Gut, das war jetzt die Limo. Und jetzt packen wir die Sterne wieder weg. Und wir kommen hier zu der großen American XXL Cola. Ja, einen vollen Liter Cola habe ich so, wie gesagt, auch noch nicht gesehen. Wir haben zwar hier ein Rewe, aber das ist so ein kleiner Rewe-Markt. Der hat eine extra Getränkeabteilung, ein bisschen, ich sage mal, ausgesondert, in so einem, ja, kleinen Extraschuppen. Wenn wir bei Rewe einkaufen, dann eigentlich nur in dem, wo dann halt eben die Lebensmittel sind, getränkemäßig, da befassen wir uns mit Rewe überhaupt nicht. Deswegen habe ich die wahrscheinlich auch noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob es die hier gibt oder ob es die nur in größeren Läden gibt. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Und ja, ansonsten
wie gesagt, eine ziemlich wuchtige Dose. Hier haben wir ja die Zutaten. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Ich hoffe es mal. Und da sind auch die Nährwert. Da ist die Nährwerttabelle. Mal ein bisschen drehen, so dass man dann fast alles sehen kann. Ja, der eine Scheinwerfer hier, der blendet ein wenig. Ja, Zutaten: Wasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff, Ammoniumsulfid, Zucker, Couleur, Säurungsmittel, Phosphatsäure, Zitronensäure, Aroma, Koffein, natürliches Aroma, mindestens haltbar bis siehe Dosenboden. 29.11.18. Naja, das ist ja noch ein bisschen hin. Ja, wie gesagt, hier ist auch so ein, was ich auch ganz gut finde. Das Ding hat hier so ein, ja, Deckel, ist garantiert im Sommer eine Option, wenn man denn draußen auf dem Balkon oder draußen im Freien sitzt und diese Cola trinkt. Eine Literdose hast du nicht in 5 Minuten getrunken, da trinkst du ein bisschen länger dran. Und damit da keine Wespen oder sonst irgendwelches Viehzeug sich reinzieht, kann man die dann hiermit verschließen und somit kommen da keine Viecher rein. Selbst das ist schon mal nicht schlecht. Das finde ich sehr gut. Aber jetzt wollen wir mal die amerikanische Cola mal probieren. Tja, geruchsmäßig würde ich sagen, ja, und schon hat das kleine Fickelchen hier wieder zack zu. Prima. Jetzt habe ich hier auch noch Sauerei gemacht. Ja, geruchsmäßig kann ich jetzt keine Besonderheit erkennen. Geschmacksmäßig. Ja, sie schmeckt auf jeden Fall anders wie die Original Coca-Cola, die bei uns hergestellt wird. Die hier hat so, ja, geht so in Richtung Pepsi-Cola. Also ist ein etwas abgewandelter Geschmack. Aber doch, kann man trinken, sage ich mal. Ist vielleicht ein kleinen Tuck süßer als die Original-Cola. Also vom Zucker her müsste man mal gucken. Ja, Zucker 10,6 Gramm bei 100 Milliliter. Das ist natürlich deswegen auch diese extreme Süße. Also das ist natürlich dann schon, ja, heftig. Denn die Brennwerte 100 Milliliter, 179 Kilokalorien. Hier die kleine, was hat die? 137 Kilokalorien. Also das ist, da ist das hier schon, ich sage mal, ein Light-Getränk. Also das ist schon, das könnte man schon als Diätbrause bezeichnen gegenüber dieser Cola. Ne? Also das ist hier schon ganz schön heftig, was hier drin steckt. Aber ich sage mal geschmacklich, durchaus zu empfehlen. Aber trotzdem, ich sage mal, im Gegensatz zu der richtigen Cola gebe ich der hier
nur 4 Sterne. Aus dem einfachen Grund, ja, man kann sie trinken, aber wie gesagt, sie ist heftig, heftig süß. Und ja, das ist wiederum so eine Sache, ich sage mal, wenn man gerade im Sommer viel Durst hat und so eine Cola trinkt, da hat man ruckzuck 1 Liter, 2 Liter weg und das ist richtig mächtiges Getränk. Also für Leute von meiner Statur nicht zu empfehlen. Ich meine, so ein luftgetrockneter Sperling, der kann sich davon schon mal ruhig so eine Dose reinpfeifen. Den wird das nicht schaden, aber ich sage mal, wenn ich denn mir das hier als Hauptgetränk leisten würde, käme wohl dann doch nicht so gut. Ja, gut, das war jetzt dieses Video und ja, ich hoffe, euch hat es auch mal gefallen. Ich möchte mich nochmal bei dem Alufa ganz recht herzlich für das Paket bedanken. Das war nun schon das zweite, was er geschickt hat. Also, da muss ich mich irgendwann mal auch mal revanchieren. Mal gucken. Mal schauen. Nochmal ganz herzlichen Dank. Und mein Dank geht auch an die anderen. An Mr. ja, Gameboy irgendwas. Und ja, sorry, dass ich den Namen jetzt nicht aussprechen kann. Diesen Zungenbrecher. Ja, und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen mit den Sternen, die Bewertung. Das war jetzt aber wirklich eine Ausnahme. Die nächsten kommen wieder mit meinen Kärtchen, weil mit den Daumen, da komme ich irgendwie besser zurecht. Mit diesen Sternen hier, das hat die Zeit dann gezeigt, da habe ich mich dann immer ein bisschen verhaspelt. Und ja, ich habe die dann immer, ja, zu gutmütig, sage ich mal, eingesetzt. Und da ist dieses Bewertungssystem mit dem Daumen doch wesentlich besser. Gut. Das soll es aber jetzt gewesen sein. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.